Hallo, ich dachte, wir machen heute mal Bratapfelplätzchen und als erstes fangen wir mal mit den Crumbles an. Deswegen habe ich hier jetzt auch noch nicht alle Zutaten stehen und wir können eigentlich gleich starten. Also für die Crumbles und für meine Menge, ihr seht ja später, wie viel es bei mir werden, brauchen wir einmal 45 Gramm Mehl, dann 35 Gramm Rohrzucker, 20 Gramm Butter. Dann 30 Gramm, ich habe jetzt Walnüsse genommen, aber nur weil ich jetzt davon noch welche hatte und ich wollte die jetzt erstmal aufbrauchen. Wenn ihr allerdings neu was kaufen müsst, dann könnt ihr auch gut Mandelstifte oder so und Mandelblättchen nehmen. Genau, deswegen schreibe ich auch Mandeln ins Rezept rein dann. Und dann noch einen halben Teelöffel Zimt. Und jetzt geben wir das einfach in die Schüssel alles zusammen. Butter, das Mehl, den Rohrzucker, und Zimt. Und dann verkneten wir das einfach mit der Hand. Und wenn wir dann so eine Streusel haben, dann haben wir auf jeden Fall schon mal alles richtig gemacht. Und dann können wir das erstmal zur Seite stellen. So, dann kommen wir jetzt zu den restlichen Zutaten. Und zwar, das wären einmal 140 Gramm Mehl, dann 60 Gramm Butter, das ist hier schon in der Rührschüssel, dann 100 Gramm Rohrzucker, ein Ei, 3 Esslöffel Joghurt, dann etwas Vanilleextrakt, dann ein Teelöffel Backpulver, der ist hier unten, und so ein Viertel Teelöffel Natron, das ist auch hier unten, dann 50 Gramm Marzipan, ein Apfel, den habe ich eigentlich hier in Wasser mit Zitrone, damit er nicht braun wird, jetzt ist er aber schon braun, aber naja, das ändert ja nichts am Geschmack, und so ein Teelöffel Zimt. Ach ja, genau, und dann Rosinen habe ich noch 40 Gramm. Und etwas Rumaroma, das hätte ich fast vergessen. Genau, aber jetzt haben wir alles. Und jetzt starten wir, die Butter ist ja hier schon drin und da geben wir jetzt erstmal den Rohrzucker dazu. Und das verrühren wir jetzt erstmal. Dann gebe ich mal schon mal das Ei dazu, bevor mir hier der ganze Zucker noch raus springt beim Rühren. Und weiter geht's. Und dann gebe ich etwas Vanilleextrakt dazu. Ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen. Und etwas Rumaroma. Und da könnt ihr natürlich auch richtigen Rum nehmen, ist ja auch klar. Und weiter geht's. Dann kommt der Joghurt dazu. Und geben wir gleich noch das Mehl mit dazu und Backpulver und Natron. Und wieder verrühren. Etwas Mehl hinzu, ist das noch etwas zu Teig noch nicht fest genug. Und bevor ich das nämlich vergesse, gebe ich jetzt noch Zimt dazu. Und weiter geht's. Jetzt
Jetzt habe ich einfach nochmal eine ordentliche Menge Mehl dazu gegeben, dass es nicht mehr so arg klebt. Und jetzt geben wir die Rosinen dazu. Und dann Marzipan, den tue ich jetzt ein bisschen so zerkleinern. Und natürlich die Apfelstückchen. Jetzt vermehle ich mir noch die Hand und vermische das alles miteinander. So, dann haben wir jetzt hier unseren Teig. Ich gehe jetzt mal ein bisschen, ich hoffe, ihr seht das, seht es noch gerade, ein bisschen in Wasser mit den Händen und mache ich einfach so ein bisschen so eine Art kleine Kugel und dann drücken wir das ein bisschen flach, weil ja die Crumbles da dann auch noch drauf müssen. Also es sind jetzt 1,5 Bleche rausgekommen, nur dass ihr so wisst bei der Teigmenge, wie viel da rauskommt. Und ins Rezept schreibe ich dann auch das Mehrmehl mit rein. Also da bleibe ich jetzt da nicht bei der alten Menge, weil das hat ja nicht gestimmt. So, und jetzt nehme ich halt diese Crumbles und dann geben wir die einfach hier da drauf. Dann geht das Ganze ab in den Ofen. So, die Kekse sind fertig. Die waren jetzt zwischen 25 und 30 Minuten im Ofen. Und mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Und jetzt seht ihr es wie immer aus der Nähe. So sehen sie aus. Und dann noch die anderen. Und dann lasst es euch schmecken und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!